Ausschnitt aus dem Buch von Wolfgang Heinrich, Luftwaffenhelfer in Berlin. Dritter Abschnitt, Endkampf der Flakbatterie Berlin-Biesdorf, gelesen vom Autor. Die Truppen hatten sich inzwischen wahrscheinlich schon bis nach Fürstenwalde vorgearbeitet. Man hörte jetzt immer deutlicher Geschützdonner. Und auch Tiefflieger kamen immer häufiger. Das war aber alles noch relativ harmlos bis zum 22. April. Das war der Tag, an dem sich alles änderte. Gleich früh am Morgen wurden wir angewiesen, unsere Sachen zu packen und die Baracke zu verlassen. Wir sollten uns alle an die gesicherten Geschützstände begeben, um dort im Schutz des Geschützwalls nun die weitere Entwicklung abzuwarten. Irgendwie muss es sich dann ergeben haben, dass der Geschützwall, das heißt unser Geschütz Cäsar, voll besetzt war mit Luftwaffenhelfern. Und da wir, das heißt jetzt der Ottfried Schramm, der Günther Franzke, der Benno und ich, Fahrräder hatten, da wies uns dann der Geschützführer an, einen Munitionsbunker zu beziehen. Betten hatten wir ja sowieso nicht mehr, auch die anderen nicht am Geschützstand, und so war das im Grunde genommen nicht weiter schlimm. Im Gegenteil, wir waren ganz gerne weg von der Aufsicht des Geschützführers. Und außerdem konnten wir unsere Fahrräder gut unterbringen. Dass sich in diesem Munitionsbunker ca. 60 bis 80 Granaten bzw. Kartuschen mit Granaten 10,5 befanden, die bei einer Zündung alles im Umkreis von 50 Metern in Stücke gerissen hätten, das belastete uns eigentlich nicht. Wir machten es uns in diesem Munitionsbunker nun bequem. An der einen Seite waren die Regale, in denen die Holzkästen mit je zwei Geschossen gestapelt waren. Und davor war ein mit Brettern ausgelegter Boden. Und auf dem konnte man sich niederlassen, vielleicht auch notdürftig schlafen. Aber dazu kamen wir an diesem 22. April sowieso nicht mehr. Es ist dann sicherlich nur eine kurze Zeit verstrichen, als wir durch einen Boten aufgefordert wurden, wieder zum Batteriechef zu kommen. Ich muss sagen, es tat ein bisschen wohl, dass wir trotz unseres schlimmen Verhaltens während der Übung vom Batteriechef sehr freundlich und normal behandelt wurden. Und er erteilte uns nun den Auftrag oder gab uns den Befehl, als Spättrupp mit den Fahrrädern nach Osten zu fahren, und zwar bis über Mahlsdorf hinaus, um schließlich festzustellen, wie weit die russischen Panzerspitzen schon wären. Das war für uns natürlich nun ein interessanter Auftrag, und an irgendeine Gefahr dachten wir in dem Alter überhaupt nicht. Wir schulterten nun unsere neuen 98er Karabiner, die wir für diesen Kampf nun doch noch erhalten hatten. Die Stahlhelme trugen wir natürlich auch, setzten uns auf unsere Fahrräder und radelten los. Zunächst mal benutzten wir die Chaussee bis nach Kaulsdorf, und hinter dem Ort ging es dann wieder hinaus auf die Landstraße, und dort plötzlich hörten wir ein Heulen in der Luft, und ehe wir von unseren Fahrrädern herunter waren, krachte schon eine Granate neben der Straße in die Bäume dort oder was dort stand. Wir lagen trotzdem noch ein Weilchen, weil man auch
annehmen konnte, dass noch weitere Granaten kommen würden, aber es handelte sich offensichtlich um ein verirrtes Geschoss, von denen in der folgenden Zeit noch eine ganze Menge kommen sollten. Schließlich bestiegen wir wieder unsere Fahrräder und setzten unseren Weg in Richtung Mahlsdorf fort. Als wir dort an die große Kreuzung kamen, wo die Linie der Straßenbahn 83 die Frankfurter Chaussee kreuzt, war dort eine Panzersperre errichtet, an der sich eine Gruppe von Volkssturmmännern aufhielt und angestrengt in Richtung Osten blickte. Die Männer warnten uns davor, den Weg fortzusetzen, aber wir sagten, wir müssten unbedingt herausfinden, wie weit die russischen Panzer wären, und da gaben sie dann schließlich den Weg frei. Wir fuhren dann nur noch wenige hundert Meter bis zur Ortsgrenze von Mahlsdorf und kamen dort wieder an eine Panzersperre, die quer über die gesamte Straße errichtet war. Auch dort standen Volkssturmmänner, alte Herren in notdürftigen Uniformen, Wache und fragten uns, wo wir hin wollten. Und wir erzählten dann von unserem Auftrag und sie sagten, ja, ja, da hinten sind sie schon. Und durch ein Fernglas konnte man dann auch am Waldrand in etwa 1000 oder 1500 Meter Entfernung Bewegungen von Panzerfahrzeugen sehen. Und das waren keine deutschen Panzer mehr. Damit hatten wir eigentlich unseren Auftrag erfüllt. Wir konnten nun Bescheid sagen, dass dicht vor Mahlsdorf bereits die ersten Panzer wären. Das haben wir dann auch dem Batteriechef mitgeteilt. Die Rückfahrt war ohne irgendwelche Schwierigkeiten und dann konnten wir uns erst einmal in unseren Munitionsbunker zurückziehen. Es dauerte aber dann gar nicht lange, als ein Soldat kam, um uns noch einmal zum Batteriechef zu holen. Es war inzwischen später vor Mittag geworden und man konnte deutlich bereits Infanteriewaffen hören, Maschinengewehre zum Beispiel und auch einzelne Gewehrschüsse, leichte Flak und Ähnliches oder Explosionen von Panzerfäusten. Und der Oberleutnant sagte uns dann, dass wir unbedingt herausfinden müssten, ob bereits russische Truppen hinter der S-Bahn-Linie angekommen seien. Heute weiß ich, dass die Gefahr bestand, beziehungsweise die Absicht bei den Russen bestand, große Gefechtsposten zu umgehen und unsere Batterie mit ihren 8 schweren Geschützen und einer Unzahl leichterer Geschütze und den dazugehörigen Mannschaften bildete ein solches Hindernis. Die wurden dann gar nicht direkt angegriffen, sondern umgangen. Und für die Batterie bestand jetzt die Gefahr, dass die Russen hinter der S-Bahn-Linie, das heißt nördlich der Batterie, vordrangen. Und das konnten wir nicht sehen, weil sich dazwischen ein flacher Hügelzug befand, auf dem ein kleiner Friedhof war. Deshalb gab uns der Batteriechef nun den Auftrag, in dieser Richtung jetzt zu Fuß vorzugehen, um herauszufinden, ob wir irgendwelche russischen Kräfte schon erkennen konnten. Das war nun natürlich schon eine etwas heiklere Aufgabe als diese Fahrt nach Mahlsdorf. Wir ließen unsere Räder zurück und gingen zu Fuß die Batteriestraße bis zur Frankfurter Chaussee und stiegen dann auf diesen Hügelzug, um schließlich auf den Friedhof zu gelangen, denn dort befanden sich unsere Vorposten. Die fanden wir dann zwischen den Gräbern liegend, junge Flak-V-Soldaten, wahrscheinlich erst 16 Jahre alt,
mit Karabinern oder mit einem Maschinengewehr starten diese Jungs rüber zur S-Bahn-Linie, um irgendwelche Bewegungen dort zu erkennen. Wir duckten uns zwischen den Grabsteinen und konnten aber auch nichts feststellen. Wir gingen dann etwas wieder den Hügel hinab, um eine Deckung zu haben in der Richtung S-Bahn-Gleise und kamen schließlich dann zum Park des Schlosses Biesdorf. Als wir dann den Park des Schlosses durchqueren wollten, hörten wir plötzlich merkwürdige Hornissen an uns vorüberschwirren und es wurde uns aber sofort klar, dass es sich um Infanteriegeschosse handelte, die sogar auf uns gezielt waren. Wir machten, nachdem wir uns erst einmal hingeworfen hatten, dann schleunigst kehrt, robbten bis hinter einen Erdwall und liefen dann schnell zurück zu einer alten Brücke, die dort die Frankfurter Chaussee überquerte. Sie hatte noch eiserne Säulen in pseudo-dorischem Stil und hinter diesen Säulen nahmen wir zunächst einmal Deckung. Ein alter Volkssturmmann kam die Frankfurter Chaussee entlang geradelt und bog hinter der Brücke in die Straße ein, die wir gerade flüchtend überquert hatten. Wir riefen ihm noch zu, dass er vorsichtig sein sollte, da begannen plötzlich die russischen Soldaten auf diesen Mann zu schießen. Und jetzt sahen wir sie auch. Sie waren vor einer Gruppe von Siedlungshäusern zu erkennen. Gestalten in bräunlich-grauen Uniformen, die wir normalerweise für Reichsarbeitsdienst gehalten hätten. Jetzt aber war es klar, dass es sich tatsächlich um die ersten russischen Soldaten handelte und plötzlich stellte sich nun an uns die Aufgabe, darauf zu schießen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das Gewehr anlegte und aber keinen von diesen bräunlich gekleideten Männern direkt aufs Korn nahm, sondern das Gewehr etwas höher anhielt auf das Dach eines Hauses, um erstmal einen Warnschuss abzugeben. Es war dies wohl die ganz normale menschliche Sperre, einen anderen zu töten. Die Kugel schlug in die Ziegel ein und verursachte eine außerordentlich große rötliche Staubwolke, was mich sehr wunderte. Und sofort waren natürlich die russischen Soldaten verschwunden, sie hatten sich hingeworfen und waren in die Häuser zurückgelaufen. Damit hatten wir aber trotzdem unsere Aufgabe erfüllt, denn die Batterieleitstelle hatte unsere Bewegungen aus der Ferne genau durch die Fernrohre beobachtet und die Geschütze feuerten kurz darauf mit hochgezogenem Sprengpunkt an die Stelle, an der eben noch die Russen gewesen waren. Möglicherweise wurden dadurch dann doch welche getroffen. Das kann natürlich heute niemand mehr sagen. Für uns ging es nun darum, wieder den Weg zurückzumachen und auf diesem Weg hinter der Brücke stand ein dreistöckiges altes Berliner Wohnhaus und uns kam der Gedanke, doch vielleicht in diesem Wohnhaus raufzusteigen in den dritten Stock, um diese Szene nun genauer übersehen zu können, heimlich aus irgendeinem Fenster. Die Bewohner, die sich unten im Eingang befanden, der größere Teil war wahrscheinlich im Keller, flehten uns aber an, um Gottes Willen nicht zu schießen, weil sie fürchteten, und das sicherlich mit Recht, dass dann ihr Haus verloren gewesen wäre. Und wir versprachen ihnen das auch und
haben das nachher natürlich auch gehalten. Wir kletterten nur hoch und spähten ganz vorsichtig aus den Fenstern und sahen dann auch noch weitere Bewegungen an diesen Siedlungshäusern, wo vorher die Russen gewesen waren. Die Entfernung zur Batterie betrug höchstens noch 500 Meter. Wir gelangten aber wieder ohne Gefahr zurück zur Batterie. Eine Meldung brauchten wir nicht machen, weil man uns ja die ganze Zeit im Auge gehabt hatte. Und wir begaben uns dann in unseren Munitionsbunker, um erst einmal auszuruhen und uns womöglich zu stärken. Wir erhielten wohl für unsere Spättrupp-Tätigkeit kein Lob, aber sicherlich war der Batteriechef mit uns zufrieden und deshalb hat man uns wahrscheinlich auch nicht zur Rechenschaft gezogen für den Unsinn, den wir kurze Zeit darauf angestellt haben. Das kam nämlich so, dass wir in unserem Munitionsbunker saßen und ein Butterbrot verzehrten und irgendeiner von uns hatte plötzlich eine Blendgranate in der Hand. Diese Glaskörper waren zur Panzerbekämpfung verteilt worden. Man sollte sie auf vorbeifahrende Panzer werfen, um der Besatzung durch den beißenden weißen Rauch die Sicht zu nehmen. Und irgendeiner sagte dann natürlich so im Jux, traust da nicht, die fallen zu lassen. Und im gleichen Augenblick stolperte der Betreffende und ließ diese Kugel fallen in den Munitionsbunker. Und sie zerbrach natürlich und der weiße Qualm schoss heraus und hüllte den gesamten Munitionsbunker ein und es sah wirklich sehr gefährlich aus. Wir konnten uns unter Zurücklassung aller Gegenstände schnellstens aus dem Munitionsbunker retten, denn der Rauch war nicht angenehm. Aber es dauerte auf der anderen Seite nicht sehr lange, bis er sich allmählich wieder verzog. Und sicherlich hat man das von allen Geschützen her mit Erschrecken beobachtet, aber möglicherweise auch gleich dann richtig eingeschätzt, dass es sich also nicht um einen Brand handelte, sondern eben nur um diesen Blendrauch. Solche Dinge konnten eben da passieren. Wir waren im Grunde genommen ja doch noch mehr Lausejungen als Soldaten. Zu dieser Zeit überflogen die Batterie fast ständig irgendwelche feindlichen Yachtbomber. Vorwiegend aber waren es die sogenannten Sturmowiks. Das waren gepanzerte Flugzeuge, die, wie die Soldaten sagten, aus allen Knopflöchern schossen. Das heißt, sie schossen nach vorne, nach hinten, nach unten und man sah auch das Feuer überall herausspritzen, wenn diese Maschinen über der Batterie waren. Vermutlich schossen sie aber hauptsächlich auf die Geschützwelle und die Geschütze und weniger auf uns in unserem unbedeutenden kleinen Erdbunker. Deshalb fühlten wir uns auch ermutigt, nun die Gewehre auf die Brüstung zu legen und diese Flugzeuge anzuvisieren. Nun hatten wir zu dieser Zeit auch ein französisches MG bei uns. Das hatte man uns zugeteilt und das war eine Waffe, an der wir gleich zu Anfang der Luftwaffenhelferzeit ausgebildet worden waren. Es war ein leichtes Maschinengewehr mit einem Magazin für vielleicht 25 Schuss, das man sehr schnell wechseln konnte. In diesen Magazinen war Leuchtspurmunition und das wäre nun eigentlich ideal zur Flugzeugbekämpfung gewesen. Ich nahm nun dieses MG
und wollte den nächsten Yachtbomber anvisieren, und dabei merkte ich, dass das Zweibein, welches vorne angeschraubt war, außerordentlich hinderlich war, um das MG zu halten. Und so setzte ich nochmal ab, schraubte den Feuerdämpfer herunter und nahm das Zweibein ab und legte alles irgendwo zur Seite. Vergaß aber, den Feuerdämpfer wieder aufzusetzen, und das muss wiederum bewirkt haben, dass der Gasdruck für das Repetieren nicht mehr ausreichte. Als ich nämlich jetzt das nächste Flugzeug anvisierte und durchzog, gab es nur einen Schuss und ich musste wieder neu durchladen. So war das von nun an immer, und ich dachte damals, das MG wäre nicht in Ordnung. Nun, im Grunde genommen spielte das bisschen Schießen bei dieser ungeheuren Übermacht, die da über uns hinwegzog, sowieso keine Rolle mehr. Und für uns Jungs war es eben auch fast mehr ein Abenteuer, nun zum ersten Mal mit einem MG schießen zu dürfen oder auch zu müssen. Ab und zu bestand wahrscheinlich Verbindung zu den nächsten Geschützwellen, sodass wir erfuhren, wie sich die Kampfhandlungen entwickelten. Einmal hörten wir, beziehungsweise wir konnten es auch an der Richtung erkennen, in die die Rohre zeigten, dass die Geschütze nach Königs Wusterhausen schossen. Irgendjemand hatte per Telefon aus Königs Wusterhausen gemeldet, dass an einem bestimmten Punkt dort russische Verbände aufgekreuzt waren. Und über diese circa 30 Kilometer feuerten nun unsere Geschütze für eine Weile. Dann wiederum drehten sie und schossen über uns hinweg in Richtung Hönow und Marzahn. Das ging so eine Weile, und dann rief plötzlich einer von uns: Schaut doch, der Schornstein vom Krankenhaus Wuhlgarten. Und richtig, der große, hohe Kamin hatte ein Loch erhalten. Ziemlich in der Mitte. Er war dadurch nicht umgestürzt, war auch sonst nicht weiter baufällig wahrscheinlich, sondern hatte ein großes, rundes Loch, das man später wieder zumauern konnte. Das war sicherlich ein Zufall, dass der nun in der Flugbahn einer Granate gestanden hatte. In dem allgemeinen Kampflärm war es überhaupt schwer, die Lage zu erkennen. Das nächste Geschütz, das Geschütz Cäsar, war vielleicht 40, 50 Meter von uns entfernt. Und wenn überhaupt irgendwelche Mitteilungen kamen, dann wurden die von dort zu uns hinübergerufen. Plötzlich sahen wir jedenfalls, wie die Geschütze sich in die Richtung Kaulsdorf drehten, und wahrscheinlich rief uns jemand zu: Auf dem Kirchturm Kaulsdorf befindet sich ein feindlicher Artilleriebeobachter. Aber die Geschütze feuerten nicht sofort. Vielleicht war doch eine gewisse Hemmung da, dieses Bauwerk einfach zu beseitigen. Obwohl in dieser ganzen Situation, in dieser Weltuntergangsstimmung, solchen Dingen gegenüber eine gewisse Gleichgültigkeit bestand. Die Zerstörung berührte uns in diesem Augenblick nicht so sehr. Aber wir beschlossen einfach auf eigene Faust, nun mit unseren Gewehren vielleicht diesen Artilleriebeobachter zu vertreiben. Wir hatten ja Leuchtspurmunition bekommen, für die 98er Karabiner auch, und schossen nun in Richtung Kirchturm. Es war ganz interessant zu sehen, wie stark die Geschosse, die man ja deutlich fliegen sehen konnte als roten Punkt, fielen. Und wir brauchten erst einige Schüsse, um ungefähr in die Höhe zu kommen, wo der Mann sich versteckt halten musste.
möglicherweise wurde er vertrieben, denn unsere Geschütze gaben dann keine Schüsse auf den Kirchturm ab. Aber insgesamt muss dann doch das Ende des Kampfes gekommen sein. Zwar waren die Russen in dem nahegelegenen Laubengelände hinter unseren Toilettenhäuschen bereits angekommen. Man konnte Schüsse hören aus dieser Entfernung von vielleicht 200 Metern. Und ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern daran, von wo wir nun eigentlich erfuhren, dass die Batterie aufgegeben werden sollte. Wir saßen ja in unserem Munitionsbunker etwas abseits und möglicherweise hätte man uns vielleicht einfach vergessen. Und wir hätten uns dann gewundert, dass wir plötzlich den Russen ganz allein gegenüberstanden. 4 Luftwaffenhelfer. Aber irgendwie haben wir dann doch mitbekommen, dass die übrigen Batterieangehörigen die Geschützwelle verließen und sich in ungeordneter Form über das Feld in Richtung Biesdorf Süd bewegten. Wir nahmen also jetzt schnell unsere Fahrräder. Dabei kamen wir an der Küchenbaracke vorbei und konnten gerade noch vom Küchenbullen da ein Stückchen Brot und ein Stückchen Wurst empfangen. Und dann schoben wir unsere Räder eilig über das Feld. Die Russen müssen zu diesem Zeitpunkt gerade Kaffeepause gemacht haben, sonst hätten wir nicht lebend über diese freie Fläche kommen können. Es war zwar schon eine leichte Dämmerung da, aber man hätte zumindest mit Ferngläsern alles deutlich erkennen können. Wir gelangten also an die Ausläufer der Siedlung und konnten dann auf einer asphaltierten Straße die Fahrräder besteigen und in Richtung Karlshorst fahren. Es war uns auch irgendwoher verschwommen, von irgendjemandem gesagt worden, dass die Batterie in Richtung Karlshorst sich bewegen sollte, um sich dort bei einer Kaserne zu treffen. Es waren aber ganz gewiss keine genauen Angaben und für uns war das auch im Grunde genommen das Ende des Krieges. Wir hatten noch gesehen, nämlich wie der Geschützwachtmeister Diesel unter den Rohren, zumindest bei unserem Geschütz hatten wir es gesehen, unter den Rohren eine Kartusche mit Granate befestigte, um auf diese Weise durch eine Sprengung das Geschütz unbrauchbar zu machen. Es wäre ja auch sehr schlimm gewesen, wenn den feindlichen Truppen die unversehrten Geschütze mit der ganzen Munition in die Hände gefallen wären, dann hätten die das alles auf das Zentrum Berlins abfeuern können. Und so mussten tatsächlich die Geschütze gesprengt werden. Man sah denen das nachher nicht weiter an. Das Funkmessgerät dagegen hatte ich ganz deutlich in die Luft fliegen sehen. Das heißt, der große, vielleicht 3 Meter im Durchmesser zählende Spiegel überschlug sich mehrmals in der Luft, ehe er dann wieder herunterkam. Und dieses Bild hatte sich mir so eingeprägt und ich hatte so bei mir gedacht, das ist eben nun tatsächlich alles vernichtet und die Sache ist aus. Wir können hier nichts mehr machen, nichts mehr verteidigen. Und deswegen waren unsere Gedanken jetzt nur noch darauf gerichtet, wie wir uns retten konnten. Und natürlich kam dabei als erstes der Gedanke, dass man nun nach Hause fahren müsste. Für mich gab es allerdings in Berlin kein Zuhause. Meine Mutter war in Thüringen und mein Vater
war bei der Berliner Feuerwehr und die war, wie ich später erfuhr, aus Berlin herausgezogen worden, um die Fahrzeuge zu retten. Ich hatte also keinen Bezugspunkt und auch kein Versteck. Bei meinem Freund Ottfried war das schon anders. Er hatte seinen Vater in Potsdam und die Mutter an der Elbe. Das wäre zu erreichen gewesen. Der dritte, Günther Franzke, hatte die Idee, in seine Gegend zu fahren, natürlich zusammen mit uns, um dort in einer Jagdhütte ein gutes Versteck vorzufinden. Glücklicherweise haben wir das nicht getan, denn wie er mir später berichtet hat, war dieses Versteck im Zentrum einer entsetzlichen Kesselschlacht, bei der die letzten deutschen Soldaten, die im Raum südlich von Berlin sich aufhielten, zusammengeschossen und vernichtet wurden. Das wäre also unser sicherer Tod gewesen. Glücklicherweise entschieden wir uns, Ottfrieds Vater in Potsdam aufzusuchen. Und das erforderte nun, dass wir uns in der Gegend von Karlshorst dann weiter nach Westen bewegen mussten, um über Bukow und die südlichen Berliner Stadtbezirke nach Potsdam zu gelangen. An einer Straßenkreuzung hatten wir noch einmal die Karte studiert und uns dann entschlossen, diesen Weg zu nehmen. Unser vierter Luftwaffenhelfer, der bei uns war, Benno Gross, zeigte sich aber in diesem Augenblick plötzlich von einer ganz unerwarteten Seite. Er sagte, dass wir das nicht machen könnten, wir müssten weiterkämpfen. Und als wir das aber dann doch verneinten, da gab er uns nicht mal mehr die Hand und fuhr davon. Wir haben dann später gehört, dass er den Anschluss an die Batterie, an die Reste der Batterie gesucht hat, um dort Meldung zu erstatten, dass die drei Luftwaffenhelfer, mit denen er zusammen gewesen war, nicht zur Batterie zurückkommen wollten. Unser Batteriechef, Oberleutnant Dönch, der, wie ich schon erwähnt habe, Lehrer von Beruf war, war nun sicherlich in einer schrecklichen Situation. Denn in einer solchen Batterie gab es sicherlich auch immer Parteimitglieder oder irgendwelche Aufpasser. Und deswegen, so nehme ich an, blieb ihm nichts weiter übrig, als die drei Luftwaffenhelfer in Abwesenheit zum Tode zu verurteilen. Später habe ich dann erfahren, dass er selbst und einige wenige, die noch den Rückzug quer durch Berlin bis zum Reichssportfeld mitgemacht hatten, dass diese Soldaten alle gefallen sind. Wir hatten uns nun von der Batterie gelöst und waren auf uns selbst angewiesen. Es war eine eigenartige Stimmung in den Straßen der Stadt. Fast könnte man es vergleichen mit einem Silvesterabend. Überall knallte es, aber es waren natürlich keine ungefährlichen Dinge, die dort überall explodierten. Die Russen schossen mit Granaten überall hin und man konnte nicht ganz genau feststellen, was nun überall los war. Man hörte auch Infanteriewaffen. Und wir fuhren also nun in der Dunkelheit inzwischen weiter durch Baumschulenweg und kamen schließlich nach Bukow-West. Dort in Bukow-West oder kurz vorher hatte der Günther Franzke eine Reifenpanne. Und das war natürlich sehr unangenehm in dieser Situation, denn ein Fahrrad fährt sich
mit einem platten Reifen natürlich wesentlich schwerer. Deshalb hatten wir uns schon mehrfach abgewechselt, um dieses Fahrrad weiterzubringen, aber bald konnte man erkennen, dass das nicht auf die Dauer gehen konnte. Und da kamen wir gerade an einen großen Luftschutzbunker, in den die Leute hineingeströmt waren und zum Teil auch mit Fahrrädern gekommen waren. Wir stiegen ab, stellten unsere Fahrräder dazu und nach einer Weile fuhren wir wieder ab und aus Versehen fuhren wir dann mit einem heilen Fahrrad ab. Das war sicherlich nicht ganz fair, aber wir waren in einer solchen Notsituation und die Leute im Bunker waren ja nun angekommen. Sie waren im Schutz dieser Betonwände vor dem Granatfeuer und wer weiß, was sowieso mit den Fahrrädern geschehen ist, die da draußen vor dem Bunker standen. Denn die Russen waren ja ganz versessen darauf, an Fahrräder zu kommen. Nun, nach dieser kleinen Episode hatten wir aber das Gefühl, dass eigentlich nun für uns Zapfenstreich sein müsste. Das heißt, dass die Nachtruhe notwendig wäre. Wir waren das ja so gewöhnt und deswegen suchten wir nach einem Quartier. Vor einem Haus stand ein älterer Mann mit Gasmaskenbüchse, umgegürtet und Stahlhelm, offensichtlich ein Luftschutzwart. Und den sprachen wir an und fragten ihn, ob er nicht ein Quartier für uns wüsste. Er sagte, ja, in dem Haus meines Nachbarn, da könnt ihr übernachten. Er führte uns nun tatsächlich in dieses Haus, aber nicht in die Wohnräume, sondern über die Treppen hinauf bis oben auf den Boden. Und dieser Boden war, wie die Häuser dieser Zeit es hatten, nur mit Lehmschüttung versehen und in der Mitte eine schmale Bretterbahn, auf der man entlang gehen konnte. Und da sollten wir nun bleiben. Es war in dem Augenblick noch nicht so außerordentlich kalt, sodass wir die ganze Unmöglichkeit dieser Lage verstehen konnten. Dieser böse Mann verließ uns dann und schloss die Tür hinter sich ab. Da standen wir nun auf diesem zugigen Boden und hatten im Grunde genommen beinahe nicht mehr, als wenn wir draußen auf den Pflastersteinen uns niedergelegt hätten. In unserer Situation war es nun ein großes Hemmnis, dass wir so ordentlich erzogen waren. Es kam uns nämlich nicht in den Sinn, nun die Tür aufzubrechen, wir hätten das ja mit einem Karabinerschuss ganz leicht geschafft, und nach unten zu gehen, wo es etwas wärmer war, sondern wir versuchten nun, wir hatten wohl jeder eine Decke mit, uns da so gut wie möglich nun in dem Schmutz da hinzulegen. Diese Nacht wurde dann schrecklich, denn zu dem Zeitpunkt war es noch sehr kalt und ich kann mich erinnern, dass wir nachher gar nicht mehr schlafen konnten und so mit den Zähnen klapperten, dass wir uns kaum unterhalten konnten. Und immer noch nicht kamen wir auf den Gedanken, die Tür aufzubrechen. Es war für uns dann wie eine Erlösung, dass dieser niederträchtige Luftschutzwart dann am Morgen kam und die Tür aufschloss. Wir gingen steif die Treppen hinunter und fuhren mit unseren Fahrrädern weiter. Wir hatten jetzt den 23. April 1945. In Köpenick ist dieser Tag besonders in Erinnerung geblieben, weil er der Tag des russischen Einmarsches war. An einem Ort in Köpenick im Park hat man sogar ein Denkmal errichtet, um sich für die Befreiung zu bedanken. Nun, uns war an diesem Tag hier nicht nach Befreiung, sondern wir versuchten nur, unsere Freiheit
zu bewahren. Das war gar nicht so einfach, denn erstens mal wurde überall geschossen und dann dauerte es auch nicht lange und wir kamen an eine Straßensperre, an der ein alter Goldfasan, das heißt ein SA-Mann, eine Wache hielt mit einer Reihe älterer Volkssturmmänner und einer ganzen Anzahl junger HJ-Burschen mit Panzerfäusten und allen möglichen Gewehren. Für ihn kamen wir anscheinend gerade recht, um seine Supertruppe zu verstärken. Und er forderte uns auf, sofort bei seiner Truppe dort zu bleiben. Glücklicherweise hatten wir uns aber vorher verabredet, was wir in solchen Fällen sagen wollten. Und so erklärten wir einstimmig, dass wir unserer Batterie folgen müssten, die bereits in dem Fall vielleicht in Potsdam war. Und wohl oder übel musste dieser alte Mann uns dann doch weiterfahren lassen. Wir kamen dann in Straßen, wo die Soldaten schussbereit standen und in Erwartung irgendwelcher Panzerangriffe, denn die Hauptteile der russischen Armeen waren vielleicht doch noch einige Kilometer entfernt, aber irgendwelche einzelnen Panzertrupps fuhren bereits durch die Straßen von Berlin. Sie waren irgendwo durchgebrochen und niemand hielt sie auf. Das heißt, sie wurden von Zeit zu Zeit schon abgeschossen von irgendwelchen Jungen, die besonders mutig waren, aber im Grunde genommen hatte das Ganze ja alles gar keinen Sinn mehr. Wir fuhren also vorsichtig an jede Straßenkreuzung heran und schauten um die Ecke, ob nicht vielleicht irgendwo gerade ein Panzer angerollt kam. Nach einiger Zeit, kann ich mich erinnern, waren wir dann auf der Potsdamer Chaussee angekommen und nun war der Weg für uns verhältnismäßig klar und einfach. Hier ereignete sich nichts Besonderes und wir erreichten dann in den frühen Abendstunden, es könnte wohl schon dunkel gewesen sein, das Haus, in dem der Vater meines Freundes Ottfried wohnte. Voller Erwartung und Hoffnung läuteten wir, denn nun waren wir ja doch bei einem Vater angekommen, bei einem, wo wir vielleicht Schutz oder Rat holen konnten. Aber zu unserer Enttäuschung war der alte Mann ganz entsetzt über unser Erscheinen. Er erklärte uns, wie gefährlich es war, zu desertieren, und darüber hatten wir uns natürlich tatsächlich keine Gedanken gemacht, weil man eigentlich diese Situation auch nicht als Desertieren betrachten konnte. Aber möglicherweise hatte er Angst vor den Hausbesitzern, das handelte sich, glaube ich, da um eine Offiziersfamilie, dass die vielleicht dann irgendwelche SS-Leute rufen könnten. Außerdem war Ottfrieds Vater sowieso in einer sehr traurigen Verfassung, denn sein Schiff, sein Spreekahn, war in der vorigen Nacht getroffen worden und lag auf Grund. Er konnte uns auch nichts zu essen anbieten, weil er selber nichts hatte. Und so war sein einziger Rat, dass wir so schnell wie möglich wieder zurückfahren sollten. Aber das war natürlich auch unmöglich. Ich weiß nicht, ob bei der Gelegenheit dann vielleicht noch einmal der Gedanke ventiliert wurde, dass wir bis zur Elbe durchkommen müssten, um dort auf dem Bauernhof die Mutter meines Freundes zu treffen. Jedenfalls
machten wir uns schon nach einer ganz kurzen Zeit wieder auf den Weg und fuhren tatsächlich zunächst einmal auf der Potsdamer Chaussee zurück in Richtung Berlin. Das muss daher gekommen sein, weil aus südlicher Richtung stärkeres Infanteriefeuer zu hören war, sodass man annehmen musste, dass dort kein Durchkommen war. Wir hätten ja vielleicht, wenn wir ein Boot gehabt hätten, über die Gewässer in Richtung Havelland flüchten können. Aber so fuhren wir erst einmal zurück. Und wieder fühlten wir uns furchtbar müde und erschöpft und suchten dann nach einem Quartier. Und irgendwo an der Potsdamer Straße, da lag wahrscheinlich ein großes Restaurant oder ein altes Kino, jedenfalls ein großer Raum, der bereits mit vielen armen Menschen gefüllt war. Vorwiegend waren es wahrscheinlich Flüchtlinge oder auch Soldaten, das kann man jetzt nicht mehr so genau sagen, die dort nun ein Dach über dem Kopf gesucht hatten. Wir entschlossen uns auch dort zu bleiben und müssen wahrscheinlich unsere Räder doch sehr gut gesichert haben, denn die waren am nächsten Morgen wirklich noch da. Wir schliefen recht und schlecht mit diesen vielen Menschen in dem großen Raum, den vielen Geräuschen und dem Schießen draußen. Und am ganz frühen Morgen machten wir uns dann auf den Weg, um durch den Grunewald zur Havelbrücke an der Heerstraße zu gelangen. Denn das war die nächste und einzige Möglichkeit, über das Wasser nach Westen zu kommen. Wir benutzten für diese Fahrt die heute so beliebte Havelchaussee. Die Bäume gaben vielleicht auch Schutz gegen Sicht von Fliegern und auch sonst war es im Grunewald noch verhältnismäßig ruhig. Wir kamen schließlich an den Kaiser-Wilhelm-Turm und sahen dort etwas ganz Merkwürdiges. Man hatte dort die Berliner Autobusse hingebracht, wahrscheinlich auch, um sie vor der Zerstörung zu schützen. Darunter befanden sich die moderneren Fahrzeuge, aber auch uralte, bei denen man noch die Treppe hinten ohne Verkleidung hatte und die außerdem mit Propangasflaschen fuhren. Und da kam uns der Gedanke, und das war natürlich typisch für unsere gesamte Verfassung und auch für diese Untergangsstimmung, in der nun eigentlich alles gerechtfertigt war, da kam uns der Gedanke, mit einem Autobus weiter zu flüchten. Wir wollten natürlich keinen besonders neuen und wertvollen nehmen, sondern einen uralten, von denen da eine ganze Menge an der Straße standen. Es war weit und breit kein Mensch zu sehen. Die BVG-Leute hatten sich irgendwo in Sicherheit gebracht. Und so luden wir unsere Räder in den Autobus ein und beschlossen nun, diesen Wagen flott zu machen. Wir begaben uns vorne in den Fahrerstand und Ottfried meinte, dass er am meisten von solchen Dingen verstünde und setzte sich also hinter das Lenkrad. Natürlich hatten wir keinen Startschlüssel, aber in dem Falle tat das auch eine Nagelschere. Ottfried schob also die Nagelschere in das Schloss, in das Zündschloss, drehte ein bisschen und tatsächlich sprang der Wagen an. Das war natürlich nun eine freudige Überraschung und eine Sensation für die drei Luftwaffenhelfer. Und nun sollte die Reise eigentlich losgehen. Wir wussten zwar nicht so recht, wohin und wie, aber vielleicht war es auch im Unterbewusstsein der Gedanke, vor dem Tode noch einmal einen kleinen Spaß zu haben. Ottfried gab schließlich Gas,
Das heißt, er wollte nun starten, aber der Wagen rührte sich nicht von der Stelle. Und endlich, nach einiger Zeit, entdeckten wir, dass die Handbremse noch angezogen war. Aber die ließ sich nun wahrscheinlich dadurch, dass da der Motor gezogen hatte, nicht mehr lösen. Und da gaben wir dann doch das Unternehmen auf, schalteten wieder aus, luden unsere Fahrräder wieder aus und fuhren weiter. Vielleicht war diese Aktion, bei der wir schneller wegkommen wollten, auch ein wenig davon beeinflusst, dass wir einen unwahrscheinlichen Hunger hatten. Unsere kleinen Vorräte waren längst aufgegessen und wir suchten nun verzweifelt nach einer Möglichkeit, wieder etwas zu bekommen. Nach einer nicht so langen Fahrt gelangten wir dann an die Brücke der Heerstraße und dort sprachen wir dann einen Lanzer an, ob hier nicht irgendwo eine Küche wäre oder eine Verpflegungsstelle. Ja, wir wären sogar bereit gewesen, uns bei einer Einheit wieder zu melden und möglicherweise doch noch mitzukämpfen, bloß um etwas zu essen zu bekommen. Aber der Soldat verneinte diese Sache und wir konnten also dort auch keine Hilfe erwarten. Und so begaben wir uns eigentlich voller Verzweiflung und Hunger auf die Straße, um nun den Durchbruch über die Brücke zu wagen. Das war tatsächlich ein Durchbruch, denn die Brücke wurde bewacht. Wahrscheinlich war der Befehl gegeben worden, alle Truppen und Fahrzeuge daran zu hindern, Berlin in Richtung Westen zu verlassen. Es gab ja zu der Zeit lauter wahnsinnige und bösartige Befehle, die schließlich dann zum Tode und zur Vernichtung so vieler Soldaten führten. Wir sahen auf der Brücke eine Gruppe von Soldaten, angeführt von einem älteren Major, der an alle Fahrzeuge herantrat und sich die Papiere zeigen ließ. Das heißt, irgendwelche Ausweise, die also diese Fahrt begründeten. Als er gerade an einen Lastwagen herantrat, hängten wir uns an der von ihm abgewandten Seite an den Lastwagen, wie wir das früher schon manchmal unerlaubterweise getan hatten, um dann mit dem Lastwagen mitgezogen zu werden. Selbstverständlich konnte es dem Offizier nicht entgangen sein, dass dort drei Jungen an dem Wagen hingen mit ihren Fahrrädern. Aber ich glaube, es muss wohl so gewesen sein, dass dieser Offizier im Grunde genommen auch von der Sinnlosigkeit seines Tuns überzeugt war und dass er möglicherweise selber einen Jungen hatte, um den er Sorge hatte, und dass er deswegen einfach nicht Notiz von uns nahm. Zudem hatten wir an unsere Arme wieder die HJ-Armbinde gestreift, sodass wir also nicht ganz so sehr nach Soldaten aussahen. Das, was wir früher immer gerne gewollt hatten, nämlich richtige Soldaten zu sein, das hatten wir jetzt nun zu unserem Vorteil verändert durch die Armbinde. Jedenfalls gelang es uns also tatsächlich, mit diesem Lastwagen oder an diesem Lastwagen hängend über die Brücke zu kommen, und danach gab es nun offene Landschaft. Wir waren aus Berlin heraus. Aber der Hunger war geblieben und quälte uns entsetzlich. Wir bemühten uns nun, möglichst von der großen Straße wegzukommen, um nicht noch weitere Hindernisse vorzufinden und möglichst gut
voranzukommen, genau in westlicher Richtung. Und dieser Weg, das war in dem Fall jetzt ein Waldweg, der führte uns durch das Truppenübungsgelände Döberitz. Wir waren schon eine Weile gefahren auf diesem Waldweg, als wir plötzlich in der Ferne eine Baracke sahen. Die stand dort, ganz allein im Walde. Bis auf einen Soldaten war niemand bei der Baracke zu sehen. Und dieser eine Lanzer bemühte sich, eine Benzintonne durch die Tür in die Baracke zu rollen. Als wir nun anhielten neben ihm, da forderte er uns auf, doch einmal mit anzufassen, denn die Tonne klemmte sich immer wieder fest und sie war ja auch sicherlich sehr schwer. Wir halfen ihm also und kamen auf diese Weise in die Baracke hinein. Und da sahen wir zu unserem großen Erstaunen, dass der Raum, der war vielleicht innen so groß wie ein Klassenzimmer etwa, gefüllt war mit Vorräten. An einer Wand zum Beispiel stapelten sich fast bis zur Decke hoch Kommissbrote. An einer anderen Wand konnte man Konservendosen sehen. Und an einer anderen Wand stapelten sich Tabakpäckchen. Und wieder an einer Wand waren waren Gewehre aufgereiht und stapelweise lag dort Granatwerfermunition. Die Gewehre waren vorwiegend modernste Sturmgewehre und auch Handgranaten, Munition jeder Art war zu sehen. Das interessierte uns nicht so sehr, aber die Verpflegung, die war für uns natürlich etwas Außergewöhnliches und wir baten den Soldaten, dass wir ein paar Brote mitnehmen dürften. Auch ja dazu, wenn wir uns sehr beeilen würden, denn er hätte den Auftrag, die Baracke augenblicklich anzuzünden und in die Luft gehen zu lassen, damit die Vorräte den russischen Truppen, die wohl schon sehr nahe dran waren, nicht in die Hände fallen konnten. Wir hatten ja unsere blaugrauen Rucksäcke bei uns und diese füllten wir nun in großer Hast mit Konservendosen, mit Tabakpäckchen, mit Kommissbroten und trugen dann sogar noch jeder einige Kommissbrote einzeln raus und klemmten die auf den Gepäckständer unserer Fahrräder. Dann fuhren wir ab und ich kann mich erinnern, dass der Ottfried eins dieser Kommissbrote vom Fahrradgepäckständer verlor und mit einem Mal waren dort doch Menschen, aber es waren Fremdarbeiter, wahrscheinlich Polen, die sich nun sofort auf dieses Kommissbrot stürzten und die genauso hungrig waren. Und dann geschah das Entsetzliche, dass eben diese Baracke tatsächlich angezündet wurde und wegbrannte und mit ihr all die viele Verpflegung, die diese armen Leute auch so nötig gehabt hätten. Das war der furchtbare Wahnsinn dieser Zeit. Aber wir konnten nichts machen. Wir wären damals als Jungs ja nicht auf den Gedanken gekommen, diesen Soldaten mit der Waffe zu bedrohen und ihn von seiner Aufgabe abzuhalten. Außerdem wären natürlich tatsächlich auch die Waffen in die Hände dieser Leute gefallen und man hat ja später erfahren, wie überall Racheakte begangen wurden. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Displaced Persons, wie sie ja genannt wurden, dann auch noch Sturmgewehre gehabt hätten, dann wäre das natürlich noch viel, viel schlimmer geworden. Wir setzten nun unseren Weg fort und dann kann ich mich erinnern, als wir auf einem schmalen Weg an einer Eisenbahnstrecke entlangfuhren,
dann stand dort plötzlich ein Flakzug, das heißt Eisenbahnwagen mit Geschützen darauf, und die Kanoniere befanden sich bei den Geschützen feuerbereit. Aber auch das war natürlich im Grunde genommen alles umsonst. Bomber flogen möglicherweise gar nicht mehr von England her Berlin an, und im Erdkampf waren diese Eisenbahnflakgeschütze auch unbrauchbar. Wir kamen daran ohne weiteres vorbei, man rief uns nicht an oder forderte uns zum Bleiben auf, und nachdem wir dann ein kleines Stückchen zwischen uns und diese Flakbatterie gebracht hatten, machten wir erst einmal Rast, um nun von unseren neu gewonnenen Vorräten zu schmausen. Ich kann es mir heute noch vorstellen, wie einem damals zumute gewesen sein muss, nach dieser Hungerei plötzlich den Rucksack voller Verpflegung zu haben und die große Überraschung, was dann in den einzelnen Büchsen drin war. Ganz zu schweigen jetzt vom Brot, was wir nun hatten. Danach fuhren wir frisch gestärkt weiter, und dann gab es eine böse Überraschung, als plötzlich bei mir ein Reifen platt war. Wir machten das Gleiche wie auf der Fahrt nach Buku. Wir wechselten uns zunächst einmal ab, um weitere Entfernung zurücklegen zu können. Und dann kamen wir in das Dorf Fahrland, und dort haben wir dann erstmal eine Pause eingelegt. Wir fuhren auf einen kleinen Bauernhof im Ort, wo die Leute aufgeregt auf der Straße standen und fragten, ob wir vielleicht dort unseren Reifen flicken dürften, und die waren natürlich gerne damit einverstanden. Aber man spürte überall diese schreckliche Angst, diese schreckliche Situation, was wird jetzt dort auf uns zukommen? Man muss sich nämlich vorstellen, dass man am Horizont Brände sah. Große Rauchwolken stiegen auf und verrieten, dass dort durch Kampfhandlungen irgendetwas in Brand geraten war. Und nach diesen Bränden konnte man auch ungefähr den Verlauf oder das Vorrücken der russischen Truppen ermitteln. Wir waren bisher immer so gefahren, dass wir in eine Richtung radelten, in der nichts zu sehen war und nichts zu hören war. Nun, hier in Fahrland sah es so aus, als wenn es inzwischen eine gewisse Distanz gab zwischen uns und den Kampfhandlungen, und deswegen gönnten wir uns diese Pause und reparierten das Fahrrad. Dabei gab es dann auch wieder ein bisschen zu essen. Vielleicht brachten uns die Leute etwas zu trinken, denn daran mangelte es uns natürlich jetzt besonders. Wir hatten ja keinerlei Trinkvorräte, aber möglicherweise haben wir dann auch etwas tauschen können von unseren Schätzen. Das war ja wirklich etwas Außergewöhnliches. Und dann setzten wir die Fahrt fort, und in meiner Erinnerung ist nur haften geblieben, dass wir durch eine wunderschöne Landschaft kamen. Vor allen Dingen die vielen Seen des Havellandes waren malerisch und wirkten so friedlich, dass man sich dieses entsetzliche Unglück, was über das Land hereinbrach, kaum vorstellen konnte. Aber es erwies sich auch sehr schnell, dass diese Gewässer Hindernisse sein konnten. So kamen wir dann plötzlich an eine Brücke, die über einen Kanal führte oder ein Fließ zwischen zwei Seen, und diese Brücke hatte man mit einer Panzersperre fast komplett verbarrikadiert. Die Panzersperre reichte von einer Seite zur anderen, nur hatte man an einer Seite einen ganz schmalen
Durchlass, vielleicht 30 Zentimeter breit, freigelassen, wo sich ein Mensch vorbeiquetschen konnte, aber nicht ein Radfahrer. So blieb uns nichts anderes übrig, als die Fahrräder über das Brückengeländer zu heben und uns seitlich an der Panzersperre vorbeizubewegen, während das Fahrrad über dem Wasser hing. Als wir das Hindernis dann überwunden hatten, hoben wir das Fahrrad wieder auf die Brücke und konnten schließlich weiterfahren.